Guten Morgen, ihr Lieben, ihr seht strahlend blauen Himmel, schöne Deko-Wölkchen dabei, kein Wind, ich fahr mal für euch los. Oh, Gran Canaria, oh, Gran Canaria. Und jetzt das Wetter. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria. So ihr Lieben, ich bin mal gespannt, wie das wird mit dem Wetter. Ich will mal wieder an den Strand runter. Ihr habt es ja erlebt, letztes Mal, wo ich da war das Problem, dass es sehr, sehr windig war. Jetzt merke ich hier aber schon draußen im Vergleich zu drinnen gerade, dass doch ein gewisser leichter Wind da ist, der sehr angenehm ist. Aber ich muss ja noch ein Stückchen fahren, eben bis zum Strand bzw. zur Promenade. Und wollen mal schauen, ob mir da nicht wieder Sand entgegengeflogen kommt. Ihr werdet es sehen, versprochen. So, vorsichtshalber mache ich schon mal von unterwegs aus Bilder, falls es mich dann doch sehr überraschen wird. Herrlich, der Kreisel hier, ne? Und auch das Bild ist einfach schön. Ich zeige euch mal schnell die kanarische Sonne. Ich weiß nicht, sieht man von da aus auch jetzt die Wolken links daneben? Ich zeige sie euch mal. Ja, ich finde es schön. Ich finde es schön und ich finde es angenehm. Und ja. Ah, ich bin guter Dinge, dass wir es nicht windig da unten. Wir werden es gleich sehen. So, jetzt bin ich ein Stück weiter. Und was soll ich euch sagen? Schaut es euch an. Die ewige Diskussion mit den Dünen. Es ist verboten, drauf rumzulaufen. Es soll angeblich 78 Ranger geben. Aber die Realität sieht wirklich anders aus. Egal, wo du schaust, auch da hinten. Es macht immer noch wieder Spaß, dem Touristen einfach einen kleinen, sandigen Berg zu erklimmen. Ansonsten, ganz schön voll hier, ne? Ganz schön voll. Auch wenn wir mal in die Richtung schauen da, kommen auch Menschen entgegen. Und, also der Wind ist eindeutig leichter als gedacht. Es ist angenehm. Er kommt auch nicht vom Meer, er kommt von, ich würde sagen, von östlicher, nördlicher Richtung. Also fast von den Bergen. So, ich will mal weiter. So, ein Stückchen weiter. Sieht ähnlich aus. Überall sind natürlich die Trampelpfade. Aber schaut mal, wie nah die Dünen hier hingeweht wurden. Hier ist eine Aussichtsplattform. Schaut euch mal an. Alles voll Sand. Hier selber, die Maschine hat wieder alles weggeräumt. Also hier wird ja morgens immer gefegt. Also da ist noch Sand, klar. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch an das Foto erinnert. An das Video mit dem Sandsturm, wo ich hier durchgefahren bin. Wo wirklich nicht zu sehen war, so viel Sand war in der Luft. So sieht es auf alle Fälle nicht mehr aus. Und ja, auch hier wieder aus der Perspektive von hier. Ihr seht Menschen, selbst da hinten, Menschen, die durch die Dünen laufen. Was leider nicht erlaubt ist, keine Ahnung, ob die noch in Schulungen sind. Wie gesagt, 78 Ranger. Und so groß sind die Dünen nicht. So, und auch hier seht ihr wieder, Menschen laufen. Warum rede ich eigentlich darüber? Schaut sie euch mal an, wie sie laufen. Oder hier vorne. Sie sind sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Das heißt, es ist einfach immer noch nicht, obwohl wir schon reden wie die Weltmeister darüber. Es ist überhaupt bei vielen gar nicht bewusst oder bekannt, dass es verboten ist, in den Dünen rumzulaufen. Und also hier nochmal. Freunde, wenn ihr erwischt werdet, kostet das richtig Geld. Das kostet ist wirklich nicht wenig. Ich habe gerade noch ein Plakat gesehen, da haben wir ja vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Aber sie wird wohl scheinbar immer noch vermisst. Es ist die Person, die Anna Karin, ist 53 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß. Und sie ist seit dem 9. April hier vermisst. Sie ist am 8. April noch, wenn das Stand der Dinge, die ich noch weiß, letztes Mal gesehen worden, in der katholischen Kirche im Playa de Ingles, schräg gegenüber vom Hotel Maritim Playa. Und sie ist Nationalität Schwedin, wenn ich es richtig weiß. Also ihr seht die Nummer, wenn ihr da irgendetwas gesehen habt. Ja, gebt's einfach bitte weiter. Die Nummer habt ihr gesehen. So, ich will noch einmal weiter. So, ihr Lieben, zum Schluss möchte ich hier noch einmal vom Anexodos von oben. Ihr seht, hier ist noch nicht die Welt los. Da haben wir jetzt noch den Parkplatz kleckerfrei. Ja, hier ist morgen früh wieder die Hölle los hier unten am Café Mozart. Natürlich der sonntägliche Frühschoppen und wird immer noch sehr, sehr gut frequentiert. Macht ja auch Spaß, machen sie auch toll. Ne, der Johnny, der Lugi und der Detlef. Ja, könnt ihr euch drauf freuen, morgen früh. Übrigens, am Wochenende gibt es am Leuchtturm heute und morgen ab 9 Uhr jeweils einen Biomarkt. Ich werde morgen dorthin gehen.
Unter anderem ist die Bio-Finca dort auch vertreten. Und wenn euch das interessiert, wie gesagt, am Leuchtturm in Maspalomas. Heute und morgen. Das geht, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Ja, heute wie auch morgen. Übrigens, wenn wir jetzt mal kurz noch gucken wollen, ich habe es gerade gelesen, wir haben es 25 Grad. Und das soll auch der Abschluss sein. Ich sage Dankeschön, tschüss, bye bye, dein, ihr, euer Martin Schubert.